wunderschönen guten Abend wünscht Ihnen Hermes. Das Stand-up für diejenigen unter Ihnen, die der englischen Zunge nicht mächtig sind, steh auf, steht am Beginn jeder Late-Night-Show, weil die Sendung damit aufsteht und sagt, hey, da bin ich. Da waren die beiden besten Satiriker des Landes unter anderem mit dem Beweis, dass Englisch und Deutsch eigentlich dieselbe Sprache sind. Und mit dem Hörspiel der verklebte Fuchs. Ob eines dieser beiden Stand-ups Ihr Liebling war? Let's have a look, this wandering machine will show it us now immediately. Warum redest du so komisch? Ich meine, Deutsch und Englisch, das ist eine Sprache. Da muss man nichts tun. Ich finde das auch total nervig, wirklich und ärgerlich, dass es Englischlehrer gibt an Schulen. Wie, was heißt das? Na, weil Deutsch und Englisch, das ist eine Sprache. Wie, es ist genau alles exakt gleich. Man muss da kein nichts lernen. Was soll man da Vokabeln lernen? Englisch und Deutsch ist eine Sprache. Was meinst du damit? Glas, ein Glas, ein Glas. Ein Glas. Auf Deutsch die Nase, auf Englisch Nase. Die Zunge. 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 Kann du mir geben ein Glas auf Wein? Ja, ich hab... Schön, schön. Oh, schön. My Hand. Das ist Englisch und Deutsch ist eine aber Sprache. Aber schwierig wird's bei Regenschirm. Ja, Regenschirm ist schwierig, ja. Ja. Und Papier, 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 Papier. Was ist das? Klavierwatch. Ja. Krippe. Stempel. Heißt Stempel Stamp? Stempel. Stempel. Stamp heißt doch Briefmarke. Telefon. Das ist kein Telefon. Kassettenrekorder. Eine Sprache. Aber jetzt wird's endgültig zur Paralympics der Fernsehunterhaltung. Das ist der Wahnsinn. Wieder seriös. Lass uns wieder seriös werden. Weil ich von der Grippewelle angefangen, ich habe einen sehr guten Grippewitz gemacht für meine Begriffe, wurde leider nicht so bedankt, wie ich es mir vorgestellt habe. Wurde nicht so angenommen, nein. Ja, aber das ist das bestimmende Thema, ne? Und ich kann da relativ vorausblicken. Ne? Die Grippewelle hat uns schon total mehr oder weniger im Schwitzkasten. Und was mich ärgert ist, heute im Radio gehört, ja, es bringt nichts, Grippemittel zu nehmen, weil die Grippemittel die Krankheit nur verlängern. Am besten ist gar nichts zu nehmen, sondern die Krankheit sozusagen aussitzen oder ausliegen, ne? Und es gibt so viele Grippemittel in der Apotheke und das ist der beste Beweis dafür, dass kein einziges wirkt, weil sonst hätte sich längst eins durchgesetzt. Ja, aber... Ja, ist wirklich wahr. Ja, aber das ist... Das ist so. Das ist jetzt ganz unironisch. Ja, mag so sein, aber schau, wir vom ORF, uns ist die Gesundheit von unseren Zuschauern wichtig. Ja, aber man muss doch endlich was finden. Ja, gibt's doch alles. Gibt's doch. Du musst... Wir befinden uns im Zeitalter der Hightech-Medizin. Ja. Warum gibt es nichts? Gibt's alles. Schau, du musst nur ORF schauen. Schau mal. Früh schon was, ja. Es ist angenehm, muss ich sagen. Die Verspannung ist ein bisschen zurückgegangen. Und wie lange müssen wir das jetzt oben lassen? Na, das normal 3 Tage, aber das lasse ich so lange oben. Also, das kann man selber zu Hause nachmalen, wenn man duschen geht, nicht, dass es nicht runtergeht. Nicht sichtbare UV-Stifte sollen übrigens gleich wirksam sein. Hier die Zeichen für Schnupfen und Kopfweh. Ich habe mein ganz einfach verloren. Nein, wieso? Das ist richtig. Einfach so. Es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Warte mal ganz kurz. Machst du mir jetzt den Schlaganfall weg? Nein. Oh. Was ist das? Ich mach dir was. Ja. Was ist das? Ich weiß nicht, ja, okay. Ja. Was hast du gemacht? Das ist, okay, das ist was, das ist was gegen Impotenz. Ich gratuliere Ihnen. Sie haben eine wirklich gute Wahl getroffen. Nutzen Sie auch weiterhin Ihr demokratisches Recht und wählen Sie das Beste von Willkommen Österreich auf tv.orf.at/Willkommen Österreich.